I'm coming home. Sebastian Klussmann ist zu Gast, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, du hast ein wundervolles Hemd. Ja, danke ebenso. Aber ich weiß gar nicht, ob ich dich jemals in einem schlechten Hemd gesehen habe. Ja, glaube ich, das kommt nicht vor. Du bist der Sohn von Ludwig Hofmeier? Wir kennen ihn alle aus Baris Ferraris, Luki. Ich hätte jetzt eher Enkel gesagt, aber gerne auch. Noch aktiv, ne? Aber. Stimmt, aber ihr beide, ihr habt so mit Jürgen von der Lippe, dass ihr dürft, die bunten, schönen ja. Hemden. Ja, ja, wobei Jürgen von der Lippe ja schon in diese Hawaii-Richtung geht, ne? Also dann bin ich eher. Ja, ich fühle mich auch immer angegriffen, wenn man mir das nachsagt, okay. Aber dann eher doch mit Ludwig in einem Atemzug genannt okay. werden. Auch wenn ich Jürgen von der Lippe mag, aber seine Hemden kann er behalten. Ja. Gefragt, gejagt, unglaublich erfolgreich. Ist das ein Satz, den du bei der ersten Folge unterstrichen hättest, dass der mal gesagt wird? Ich hätte es mir erhofft, aber ich hätte nicht darauf gewettet. Also es ist eine ganz besondere Quiz-Sendung und ich hatte zunächst ein bisschen Angst, dass sich vielleicht Menschen überfordert. Es ist furchtbar schnell, die Fragen sind wirklich anspruchsvoll. Oh, ja. Und dann sitzt dort oben, am Anfang waren wir wirklich böse. Also wir haben nicht gelächelt, wir haben gemeine Dinge über die Kandidaten gesagt. Wusstet so haben wir, ihr oder wolltet ihr? Naja, wir sind einfach rausgegangen, uns wurde eigentlich nichts gesagt. Wir haben gesagt, geht einfach raus und macht euren Job. Und wir haben ihn zunächst so interpretiert und haben uns langsam erst herangetastet, dass wir auch mal lächeln dürfen, dass wir auch mal nett sein dürfen. Ich würde sagen, ihr seid ja jetzt, seid ihr sehr sympathisch. Jetzt ja, aber am Anfang war das wirklich so ein Prozess, den wir lernen mussten. Und wir haben also alle gehofft, weil wir wussten, in England läuft das, aber es ist auch ein anderer Markt. Wie heißt es dort? The Chase, das Originalformat. Und daran haben wir uns erst orientiert und dann haben wir einen eigenen Weg gefunden, zusammen mit dem Moderator Xander Bommes. Und einem großartigen Moderator. Ja, also... Ich kann mir auch keinen besseren für dieses Format vorstellen. Ich bin sehr, sehr froh. Das kann ich auch hier mal so sagen. In der Sendung sind wir verfeindet, aber auch auf sagen wir mal, sehr spielerische Art und Weise. Aber er macht einen tollen Job. Er sieht das Ganze auch als Sport, weil für uns ist es natürlich, wir wollen gewinnen. Ja. Und neben den ganzen Unterhaltungselementen geht es darum, dass wir so viel wie möglich müssen und natürlich auch dann am Ende als Sieger aus dem Studio gehen. Wie ist das, wenn jetzt mal eine Folge nicht so gut läuft? Schreibst du an den Ahnenjägern, heute war doof oder ich mache euch alle platt? Gibt es so ein Gesamtranking eigentlich? Ja, das gibt es und darauf schauen wir natürlich. Nein, ich bin im Moment so oberes Mittelfeld, aber das wechselt enorm schnell. Es kommt auf die Staffel an. Ja. Also wenn wir pro Staffel so 20 Folgen machen, dann kann man mal einen schlechten Tag haben und verliert zwei und dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Also, aber man vergleicht sich natürlich, aber trotzdem unterstützen wir uns. Wir sind ein Team, wir verstehen uns so und meistens sind wir, also ich muss niemanden schreiben, weil wir 3-4 vor Ort sind. Ah. Und da geht man raus, dann wird man auch aufgebaut und dann analysiert man gemeinsam, bei welcher Frage hätte man es wissen können, welche konnte man gar nicht erst wissen. Ja, aber zum Glück ist das nicht die Mehrzahl. Ich gewinne glücklicherweise. Nein, du bist ja generell im Bereich Quiz ein sehr großer Gewinner. Da stehen so ein paar Preise bei dir zu Hause, ne? Ja, mittlerweile ist das Pokalbrett gefüllt, ja. Hättest du das gedacht, dass du davon mal wirklich leben kannst? Nein, nein, das war noch nicht mal ein Traum. Ne? Als ich anfing, war das einfach nur ein Hobby. Was ein Amateursport, der existierte hier noch nicht mal in Deutschland. Also ich habe damit 2010 gleich mit der Weltmeisterschaft begonnen und dann gedacht, naja, warum gibt es hier keine deutsche Meisterschaft und was macht man dann? Man gründet einfach den deutschen Quizverein, also im Prinzip der DFB des Quizzens mit 8 Leuten. Jetzt sind wir über 500 in 30 Städten Deutschlands und haben anerkannte Meisterschaften. Das muss aber erstmal natürlich aufgebaut werden. Insofern konnte ich noch nicht mal träumen, davon deutscher Meister zu werden, weil es die Meisterschaft nicht gab. Die Europameisterschaft schon, das habe ich letztes Jahr gewonnen und das hätte ich mir niemals zu träumen gewagt. Was war da die schwerste Frage? Das geht alles immer so schnell, wenn man 100 Fragen innerhalb von 2-3 Stunden hat und man erinnert sich oftmals doch eher an die, die man wissen kann. Okay, welche ist hängen geblieben? Ja, dass zum Beispiel nach dem Berghain gefragt worden ist. Und da ich schon mal war und stand, war das natürlich eine Frage, die ich wunderbar beantworten konnte. Viele andere natürlich nicht, weil das entweder in ihrer Lebenswelt nicht ist. Und für Berliner ist es natürlich eine wunderbar einfache Frage. Bist du reingekommen? Ja, einmal schon, einmal dann eher nicht. Ne? Also das ist ein Glücksspiel. Klar. Hättest du gedacht, dass die Zuschauer das so lieben lernen? Weil mittlerweile ist es ja wirklich Liebe. Was Zuschauer machen auf Twitter,
ist, sie verabreden sich zum gemeinsamen Gucken. Ah. Das heißt, am Freitag um 18 Uhr und um 19 Uhr, und wir haben eine wirklich sehr aktive Twitter-Community, treffen die sich und gucken alte Folgen und kommentieren das. das hätte ich niemals für möglich gehalten. Und ansonsten haben wir viele, die zu den Aufzeichnungen reisen, dort Dinge zum Signieren mitbringen. Ich kriege Weihnachtsgeschenke. Also das ist wirklich eine emotionale Familie. Ich hoffe, du hast vorher auch schon Weihnachtsgeschenke von deinen Eltern vielleicht gekriegt. Ja, da kann ich mich nicht, aber noch nicht von Fremden. Und tatsächlich auch Dinge, über die ich mich sehr gefreut habe. Also wo Gedanken drin stecken und auch gebasteltes. Und also nein, das war auch wirklich, weil es eine Quiz-Sendung ist und normalerweise so etwas eine Quiz-Sendung nicht hat. Aber der Deutsche liebt ja Quiz-Sendungen. Das stimmt, ja. Mal bei Wer wird Millionär mitgemacht? Mitgemacht leider nicht. Ich habe mich beworben. Das habe ich mittlerweile aber eingestellt, weil ich das Gefühl habe, die Chancen reinzukommen sind nicht mehr so groß. Also vielleicht nicht, weil die befürchten, dass wir die Millionen gewinnen würden, aber eher, weil man mittlerweile so ein Gesicht einer anderen Sendung geworden ist. Also, aber dann vielleicht beim Promi-Special? Wäre ich dabei, super gerne. Also ich war schon einer der der Telefonjoker, bin aber leider nicht rangekommen. Aber ich wäre sofort dabei. Es ist natürlich eine Institution. Das natürlich. Das war auch die. Ich habe natürlich vorher auch schon Quiz gesehen, Vorweltmillionär, aber das war die Sendung, wo ich sagte, wir müssen jetzt nach Hause, wer Millionär kommt. Ja, ja. Die Anfänge waren Welt. Ja. Das war ja Wahnsinn. Ja. Wäre denn Günther Jauch was für euer Promi-Special? Habt ihr ihn mal angefragt? Als Kandidat mit Sicherheit. Es ist ja, zeigt ja auch immer wieder, dass er etwas weiß. Ich mache ja die Anfragen nicht, würde ihn aber sofort anfragen. Muss ja nur bei der Redaktion immer unauffällig ja, so ja. Günther Jauch, Pappaufsteller hier, so eine Tasse von ihm da. Ganz dezent. Das mache ich mal. Ich weiß aber nicht, ob das machen würde. Also ich würde mich super freuen drüber und dann am liebsten auch gegen ihn spielen. Wäre toll. Wär toll. Ja, könnte man ja eine ganze Reihe an Quiz-Moderatoren zusammenstellen. Wir haben ja immer so thematische Gruppen bei den Promi-Specials und dann kann kein Kai Pflaumer, ein Jörg Pilawa, da sind ja noch einige. Echt? Es gab mal ein Promi-Special mit unter anderem Ulla Kockernbrink und Gildo Horn. Ja, ja, das waren die Reihe. Das waren die Anfänge. Also im Moment, früher hatten wir nur Promi-Specials, also die erste Staffel, dann hatten wir immer einen Tag, an dem Promi-Specials laufen und jetzt ist es nur noch die Samstagabendsendung, die wir machen und dann treten ja vier Jäger an und dann gibt es vier thematische Gruppen, also Schauspieler, okay. Comedians, Sportler. Wie läuft so ein Drehtag bei euch ab? Also wann musst du da sein, wann bist du wieder weg? Oder bist du so einer, kommst 12 Uhr rein, die drehen schon 3 Stunden und du lässt dir erstmal einen Kaffee bringen? Ja, das passiert auch. Ne? Einmal kam ich so ein bisschen derangiert an und dann musste ich schnell raus. Aber also so ein Drehtag beginnt für uns tatsächlich relativ spät. Also wir werden abgeholt vom Hotel und sind dann so im Studio um 11 Uhr, 11.30 Uhr. Doch, dann pünktlich zum Mittag, Gott sei Dank. Ja, ja, ne? Genau. Naja, wir können dann gleich schon mal loslegen am Buffet. Und die erste Folge beginnt um 13 Uhr. Und dann gibt es noch eine Folge um 16 Uhr. Und gleiches Publikum oder wechselt das Publikum? Die wechseln. Also einige bleiben länger. Also die einen extra anreisen, versuchen sich Tickets für mehrere Shows zu sichern. Die sind kostenlos, ne? Die sind kostenlos, ja. Und ist natürlich auch schwierig, wenn man so Montag um 13 Uhr, aber mittlerweile ist es wirklich gut gefüllt, weil einige sich dafür Urlaub nehmen und das mit einem Hamburg-Trip verbinden und den ganzen Tag da bleiben. Und die Stimmung ist auch mittlerweile fantastisch und für uns ist es gut, dass da wirklich auch Publikum ist. Also beim Originalformat gibt es kein Publikum und das würde uns schwerfallen, weil wenn man einen Witz macht und weiß nicht, wie es ankommt. So einfach sinnlos. So in die Kamera, ganz allein. Ist kein Laughing Track, also dieses Lachen ist dort echt. Und in der Regel machen wir, also jeder Jäger, eine Show pro Tag. Manchmal zwei, aber mehr ist nicht drin. Ich habe einmal 6 Folgen innerhalb von 3 Tagen gemacht und dann war ich durch. Also das muss man sich wirklich vorstellen wie so ein Fußballspiel oder Basketballspiel. Man ist physisch und natürlich mental, fordert das eine Menge Konzentration und Energie. Und so ist es dann, wenn ich jetzt die letzte Show habe um 19 Uhr, dann bin ich meistens schon da um 12 Uhr oder um 11 Uhr und warte dann, gucke aber meinen Kollegen zu. Und das ist ja spannend. Also ich liebe Quiz, also gucke ich gern auch live die Sendung mit und fieber mit und rate natürlich auch mit. Gab es einen Moment, an dem du gesagt hast, Mama, Papa, ich mache jetzt Quizze? Naja, also da es den Beruf Profi-Quizzer so nicht gibt, konnte ich das so nicht sagen, aber es war schon ein zentraler Bestandteil meines Lebens vor der Sendung. Aber es war jetzt nicht so, dass kritisch beäugt wurde. Es gibt, glaube ich, Hobbys, denen man kritischer gegenüberstehen kann. Und vorher habe ich auch schon Geld damit verdient.
zwar etwas weniger, also ich habe beispielsweise bei Pubquizzes moderiert, ich habe für TV-Sendungen Fragen geschrieben. Also es war so ein Nebenerwerbszweig, der auch einige Jahre zuvor schon bestand, natürlich in kleinerem Ausmaße. Wie ging das generell los, dass dich Quizze so interessiert haben? Das geht, glaube ich, eher mit dem Wissen los. Also mich hat, bevor ich wirklich lesen konnte, habe ich den Atlas spannend gefunden und habe geblättert, gesehen, es gibt ja so viele Länder, so viele Flaggen, so viele Hauptstädte und hatte mir einfach mal so zum Ziel gesetzt, die lerne ich jetzt alle mal. Einfach aus Spaß, da war ich noch nicht in der Schule, gab es gar keinen Geografieunterricht, aber es blieb hängen. Ähnlich mit Fußball auch, Basketball, es gab so immer so Basketball-Karten, Sammelkarten. Und die von Topps und die habe ich gesammelt und ich hatte so ein Fable, ein Zahlenfetisch, ja. Ich sagen. Und so schnell, und, liebe Kinder, wird aus Fable Fetisch. Ja, und dann ging es von der Größe des Basketballers über die Punktzahlen in der Saison und das hat mich alles fasziniert und so habe ich Wissen akquiriert und immer mal wieder auch ein neues Themenfeld für mich entdeckt. Von Geografie, Sport, Mathematik ging es dann weiter zu Biologie. Das hat mir natürlich in der Schule geholfen. Oftmals hatte ich so ein Grundverständnis von vielen Dingen. Und dann habe ich irgendwann am Fernsehen eine Quiz-Sendung entdeckt. Und die haben natürlich Spaß gemacht, wenn man die Antwort kennt. Und konnte es verbinden mit Mittagessen bei Oma. Ich glaube, das macht aber nur Spaß, wenn man die Antworten kennt. Ne? Ja. Wenn deine Großeltern und deine Eltern da sitzen und dir so und so, du so, nee. Peinlich, das ist natürlich Antwort B. Ich glaube schon, dass ich ein anstrengendes Kind war. Weil damals musste ich, also mein Spitzname ist ja Besserwisser in der Sendung. Damals konnte ich es noch nicht so sozialverträglich gestalten wie jetzt. Ich glaube, ich habe es gelernt mit Empathie und mit etwas Introspektion, nicht meinen Menschen mehr so auf die Eierstöcke zu gehen. Das ist damals, glaube ich, etwas anstrengender gewesen mit mir, ja. Hast du dich damals für klug gehalten? Nee, mir wurde immer gesagt, ich hätte eine hohe Auffassungsgabe. Das ist aber Gift eigentlich für so ein Kind, weil dann glaubt ein Kind, na gut, brauche ich nicht lernen. Es war teilweise bei mir so, dass ich so einen Hybris entwickelt habe, dass ich für die Schule nicht mehr gelernt habe, dass ich keine Ordner hatte. Und einfach gedacht, alles gedreht. Ja, das war teilweise so, bis ich dann auch mal auf die Schnauze gefallen bin. Wie? Naja, indem einfach mal die Mathe-Klausur nicht so war, was ich sonst. Ich habe halt Mathe immer einzeln geschrieben und dann kam meine 2 und das war für mich ein Schock. Ja? Das klingt jetzt so ein bisschen, aber das ist erstmal, man scheitert. Und dann muss man sich wieder neu orientieren und sagen, also ich habe mich nicht unbedingt klüger gehalten als alle anderen. Das habe ich gemacht. Ziemlich sicher, ja. Ziemlich sicher? Ja, weil ich ein Kind war mit sehr wenig Selbstbewusstsein. Okay. Für mich war eigentlich das Kognitive erstmal die Grundbasis für meine Identität, um ein Selbstbewusstsein zu haben. Ich war ein Kind, was nicht besonders stark war und auch nicht Natur aus die Selbstbewusstsein hatte. Und daher war erstmal die Schule oder generell, ich weiß die Hauptstädte, wo die Leute gesagt haben, oh, interessant. Also zum Glück hatte ich da auch Leute, die nicht gesagt haben, was für ein komischer Kerl, gab es auch. Aber ich habe mich nicht für klüger gehalten, weil ich ja gemerkt habe, die anderen können ganz viele andere Dinge. Also ich konnte immer schon auch das daran schätzen, was andere konnten, was ich nicht kann. Das muss nicht unbedingt die Hauptstadt von Land X sein oder eine mathematische Gleichung, sondern es gibt so viele Dinge. Intelligenz ist ja nicht nur das abstrakte Denken, sondern emotionale Intelligenz oder auch körperlich. Also man kann den Begriff ja weiterfassen. Und dafür konnte ich mich zum Glück auch bei anderen begeistern. Ist der EQ in der heutigen Gesellschaft wichtiger als der IQ? Es ist schwierig, das miteinander zu vergleichen oder abzuwägen, was wichtiger ist. Also beides braucht man, um erfolgreich zu sein, glaube ich. Und das ist auch notwendig für eine Gemeinschaft. Ohne EQ funktioniert das nicht. Man sieht ja, wie oft auch Menschen besonders hohem EQ, dafür gibt es ja auch Gesellschaften wie Mensa, also der Club der Hochbegabten, dass dort viele erstmal versuchen, sozial auch eine Gemeinschaft zu finden, weil es vielleicht woanders nicht klappt, weil der EQ da ein Problem bereitet. Auf jeden Fall ist es unabdingbar. Und ist natürlich da die Frage, ob man das auch entwickeln kann. EQ ist ja Entwicklung schwer. Also ich glaube schon, dass man lernen kann, das ist jetzt schwierig, was ich sage psychologisch, aber dass man lernen kann, bessere Entscheidungen zu treffen. Und daran ist der IQ beteiligt, aber auch der EQ. Und wichtiger möchte ich nicht sagen, aber unglaublich wichtig. Und zum Glück in der Psychologie mittlerweile auch anerkannt. Gott sei Dank. Es gab immer, man hat den IQ immer überschätzt. Also wenn mir jemand sagt, ich habe eine IQ von 137 oder so, dann sage ich, ja toll. Und jetzt? Ich finde es auch mal krass, wenn Leute sagen, in der Schule hatte ich die und die Noten. Ja, überschätzt. Und das weiß man aber später dann. In der Schule kann ich mir vorstellen, dass man es überschätzt. Ja.
Aber später fragt niemand einen mehr nach einem Abiturschnitt. Natürlich, ja, wenn man irgendwie Medizin studieren möchte, dann ist das eine Voraussetzung. Kann glücklicherweise mal gefragt, ja, werden. Aber ich musste auch nirgendwo mein Abi oder irgendwas, ja, zeigen. Es war völlig, ja, egal. Wichtig war nur, ich habe ein besseres Abi als Günther Jauch. Um 0,1 Punkt. Jetzt muss ich mal überlegen. 2,7? Nee, 6? Ich hatte 3,0, er hat 3,1. Okay. Ich war in Mathe brutal schlecht. Du nicht, ne? Ja. Nee, mir hat es Spaß gemacht, ja. Mir eben gar nicht. Aber so sind die Felder verteilt. Ich mochte Musik und Kunst sehr. Und du? Ich mag Kunst jetzt, aber ich bin eher Theoretiker in beiden Fällen. Also Musik war, glaube ich, das Fach, wo ich am meisten lernen musste, weil ich einfach auf einer musikbetonten Schule war, aber ohne ein Instrument zu spielen. Echt? Das macht ja gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, weil wir unterschiedlich... Ich war halt in einer Klasse, die nicht betont war, aber als man dann ins Abitur kam, gab es eine Mischung. Und ich war dann später in so einem kleinen Kurs mit 7, 8 Schülern und alle anderen spielten Instrument, kamen aus dem musikbetonten Zweig. Und dann musste ich erst mal schauen, oh je, wie komme ich jetzt dahin? Also diese mathematischen Dinge wie Krebs oder wo ich irgendwas umstellen muss, haben mir kein Problem gemacht. Aber als ich dann mal was vorführen musste, oh je, da hatte ich Schweißperlen. Wurde schon versucht, dich abzuwerben für andere Quizformate? Nein, bisher noch nicht. Wie seltsam. Ja, schon. Aber dann bist du sehr verbunden mit dem Format, ja, das für die Leute. Also das ist das Format, da würde ich auch nicht weggehen. Ne? Das ist das Format, was, ich würde sagen, fast zugeschnitten ist auf mich und meine Kollegen, weil wir haben das richtige Skillset für diese Position. Ja. Das hat mich immer ein bisschen erinnert an, aber nur in einer gewissen Form, an Sonja Zietlos, der Schwächste fliegt. Eine ganz großartige Sendung. Ja, ganz, und auch ganz, ganz großartige Darbietung von Herrn Zietlow. Das war super. Ende der 90er, glaube ich. Ja. Und bis in die Nullerjahre rein. Hast du das damals geguckt? Natürlich, korrekt. Und warst du gekommen? Ja, das ist immer so schön betont, ja. Bei TV Total haben sie irgendwann mal so eine Compilation gemacht, weil die Leute immer, wenn sie falsch gesagt haben, und da haben sie bei TV Total so Stromschläge eingebaut, nur den Song. Das war großartig. Ja, Sonja. Fand ich sehr, es lief leider nicht so lange, ne, hat nur ein paar Staffeln bekommen, aber es war so eine der Nachmittagssendungen, die ich sehr gerne gemacht habe. Die mal ganz was anderes waren und ich glaube, ja, das ist bei euch eben auch. Ja. Ich glaube, ihr habt diesen Quiz-Trend auch wieder losgetreten so ein bisschen, dann wurde es ja immer mal wieder mehr. Es gab ja Zeiten, da war Quiz eher weniger. Ja, das stimmt. Das ist natürlich so ein Welle, mal geht's hoch, mal geht's runter. Ich glaube, was wir etabliert haben, ist aber auch, dass man Menschen akzeptiert, die etwas mehr wissen, also auch auf der Couch. Also sonst hat man immer gedacht, gut, wir müssen das jetzt so machen, dass jeder auf der Couch sich wunderbar wissend fühlt. Deswegen machen wir Multiple-Choice-Formate. Bei uns hat man jetzt jemanden hingestellt. Natürlich können wir auch gehasst werden, aber zum Glück der Großteil, glaube ich, mag uns ja. Und das, obwohl wir eben dieses Besserwisserische haben. Und das Etablieren dessen, das freut mich sehr, weil natürlich auch die Überlegung ist, warum nicht irgendwann mal das wie so ein Sport als deutsche Meisterschaft im Fernsehen zu machen. Ja. Das, mit Schach hat das jetzt nicht so funktioniert, dass die Telegenität vielleicht nicht so gegeben, wer weiß. Ich glaube, es ist die Zeit. Ja. In Norwegen guckt man auch Schach, ne? Aber klar, das liegt einfach daran, dass sie einen großen Star haben. In Norwegen hat man Zeit. Ja, möglicherweise. Aber warum nicht Quiz als deutsche Meisterschaft? Und das ist eine Sache, glaube ich, wo auch das Abwerbungspotenzial da ist, wobei man uns ja gar nicht abwerben muss. Wir können ja auch auf mehreren Kanälen und mehreren Sendungen zu sehen tanzen. Ja, so ist es. Warum nicht? Ne? Wie lange noch? Gefragt, gejagt. Gute Frage. Du ich hast hoffe, dich öfter schon ja, mal geäußert, dass du da nicht ewig bleiben willst. Und das fand ich als Äußerung spannend. Moment, aber ich würde sehr gerne sehr lange bleiben. Aha. Es gibt natürlich auch andere Formate, die mich sehr reizen, die auch gar nichts mit Quiz zu tun haben. Aber ich denke nur von Staffel zu Staffel. Weil alles andere, man weiß nie im Fernsehen, wenn die Quoten leider runtergehen, was ich nicht hoffe, dann... Ich glaube, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ja, das höre ich oft. Aber psychologisch ist es dann schon mal gut, wenn man sagt, okay, wir machen das jetzt. Ich mache jetzt meine Arbeit, mein Vertrag ist für die Staffel und dann gucken wir weiter. In England läuft es seit 2009, also 3 Jahre länger als bei uns. Und es läuft noch fantastisch. Daher ist die Hoffnung da, dass es noch weitergeht. Und für uns ist jeder Zuschauer, der zuguckt, die Lebensversicherung. Daher, von uns soll es gar nicht abhängig sein. Ne? Sebastian, ich bin mir sicher, du wirst noch sehr lange da sein. Und wenn nicht, wird es sehr schnell ein anderes Format geben, mit dem du bist. Vielen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Ui. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Für euch gilt, Kanal abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ja, also wenn das Dschungelcamp anfragt, ich bin dabei. I'm